Hallo, mein Name ist Patrick Romanowski. Ich bin Berater im Max-Böse-Grabmalzentrum in Fulda und heute würde ich Ihnen gerne vorstellen, wie eine Grabanlage aufgebaut ist. Der klassische Aufbau einer Grabanlage besteht im Wesentlichen erst einmal aus dem Fundament. Auf diesem wird die Einfassung montiert. Die Einfassung dient als Untergrund für die Abdeckplatte und auf der Abdeckplatte wird später das Grabmal installiert. Abgesehen von der klassischen Gestaltungsvariante gibt es selbstverständlich unzählige andere Varianten, in denen ich eine Grabanlage aufbauen kann. Anbei sehen wir zum Beispiel eine Variation, in der die Einfassung komplett fehlt. Wir haben hier ein großes Massivplattenstück mit einem großen Pflanzausschnitt. Es lässt viel Gestaltungsspielraum für Bepflanzung, gärtnerische Arbeiten, vielleicht Ziersteine, etwas Glas. Das ist wiederum unzählige Sachen, die man machen kann. Außerdem entscheidet die Größe der Pflanzfläche und die Art der Abdeckplatte maßgeblich, wie pflegeleicht eine Grabanlage bleibt. Viele Pflanzen bedeutet mehr Pflege, weniger Pflanzen pflegeleicht. Kommen wir zu den Details einer Grabanlage. Wir haben hier für Sie ein Familiengrab aufgebaut, bestehend aus zwei verschiedenen Materialien. Passend dazu haben wir uns für eine Ausgestaltung aus Edelstahl entschieden. Wir sehen hier eine Laterne und eine Vase aus Edelstahl, passend zum Grunddesign der Anlage und mit solchen Kombinationen bekommt man eben die Anlage besonders individuell gestaltet. Abhängig vom Design und von der Gesteinsart Ihrer Grabanlage müssen Sie sich selbstverständlich nicht auf Edelstahl festlegen. Bronze, Messing, Glas bieten wunderschöne Alternativen zu anderen Gesteinsarten und runden dieses Gesamteindruck ab. In unserem Grabmalzentrum haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, aus verschiedenen Schriftarten zu wählen. Beispielsweise die Elegant und die Scriptura, die sich als sehr beliebte Schriftarten herauskristallisiert haben. Wenn es darum geht, einen Grabstein für Sie zu finden, besuchen Sie doch einfach eines unserer Grabmalzentren, entweder hier in Großenlüder oder in Kindelbrück bei Erfurt. Hier in Großenlüder erwarten Sie über 5000 Grabsteine zur Ansicht. Vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin.